Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und wir wollen heute über ein besonderes Thema sprechen, nämlich die Vorsorge. Man kann auch sagen, fürs Alter oder für die Jugend oder für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Immer denken wir daran, ein bisschen was zurückzulegen. Jedenfalls wäre es klug, wenn wir so denken würden. Und da gibt es natürlich in Zeiten eines rasanten Aktienbooms auch noch einen anderen Boom, nämlich Edelmetalle, Gold. Und deswegen habe ich mir heute eingeladen, einen besonderen Spezialisten, ein Edelmetallhändler, Buchautor, und der hat gerade dieses Buch geschrieben, vom Goldboom profitieren. Ronny Wagner, herzlich willkommen. Hallo. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich auf Gold zu stürzen und die Taschen mit Gold voll zu machen? Na, Sie haben es ja gerade schon beschrieben. Also wenn wir um uns gucken, dann sehen wir natürlich, dass Aktien gut laufen, Immobilien laufen gut. Lebensversicherungen waren eine Zeit lang ja das probate Mittel für den Deutschen, seine Altersvorsorge aufzubauen. Und der Bausparvertrag. Und natürlich, der darf nicht fehlen, der Bausparvertrag. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass da etwas in Schieflage gerät und dass das nicht so weitergehen kann. Dass also die Entwicklung, schauen Sie sich nur die Zinsentwicklung an der letzten Jahre, dass dort etwas im Argen liegt und dass es Alternativen bedarf, seine Altersvorsorge aufzubauen. Und das war für mich, als ich mich umblickte und mal ein bisschen auch in die Geschichte schaute, fand ich das Gold, weil das Gold hat uns schon immer begleitet. Das ist seit über 2000 Jahren. Zum Golde drängt doch alles. Genau. Sagt Faust. Richtig. Die Menschen haben eben Gold immer als etwas Sicheres, etwas Solides betrachtet, und deswegen kam ich auf die Idee, mich diesem Thema zu widmen. Haben Sie selber Gold? Natürlich. Ja, natürlich. Und ich habe eben gesagt, so locker Gold in den Taschen. Wissen Sie, wie viel Gold wiegt, so ein Barren? Ja. Sehr schwer. Ne? Exakt. Können Sie gerade 2 Barren in der Tasche haben, dann können Sie noch gerade gehen. Oder vielleicht 3. Ja. Also Gold ist schwer und deswegen auch so wertvoll. Ja, nur eins kann man mit Gold nicht, man kann nicht reinbeißen. Sollte man nicht tun. Wenn viele sagen, das ist so ein Notgroschen oder so ein Notapfel, also zum Reinbeißen ist es nicht geeignet. Warum ist es denn so besonders geeignet? Gold wirft ja gar keine Zinsen ab. Das ist richtig. Das Goldangebot ist einfach begrenzt. Wenn man sich das mal vorstellt, nehmen wir mal die Allianz Arena. Die Fußballfans kennen dieses Objekt in München. Bayern München spielt dort Fußball. Wenn man sich die Allianz Arena anschaut, nur das Spielfeld, wo das Fußballspiel stattfindet, wenn man das alles mit Gold bedecken würde, alles Gold, was vorhanden ist, was jemals gefördert wurde, dann ist das ganze Feld bedeckt und hat eine Höhe von 1,25 Meter. Das ist alles Gold, was da ist. Mehr gibt es nicht. Und darüber sprechen wir, und die Menschen stürzen sich in Krisenzeiten, in Zeiten, wo sie das Vertrauen in das Geld und in das Geldsystem verlieren, auf diese Menge. Und dann steigt natürlich der Preis. Und das Erleben haben wir die letzten 20 Jahre erlebt. Und ich glaube, dass diese Phase noch nicht vorbei ist. Das heißt, Gold steigt weiter an. Liegt jetzt Unze bei 1600. Ja. Als ich Student war, glaube ich, waren es 40 Mark, also 20 Euro. Ja, bei der Euro-Einführung 99 lagen wir so bei 270 Dollar die Feinunze. Ja, und jetzt sind wir bei 1600 Dollar oder Euro? 1600 Euro ungefähr. Das sind wie viel Dollar? Etwas über 1800 Dollar. Damit man so den Wert hat. Also steigt langsam an. Aber es gibt auch ein Stück Sicherheit. Ist das noch so? Weil ich sage, man kann nicht reinbeißen. Wenn ich nichts, kein Brot habe, kann ich mich vom Gold auch nicht ernähren. Nein, natürlich, Gold ist nicht die Lösung all unserer Probleme. Ne? Aber es ist halt etwas, was uns Sicherheit und Stabilität gibt. Und wir können eben damit auch ein Stück weit unsere Kaufkraft konservieren. Das ist ja gerade ein großes Thema. Inflationsdaten werden ja aktuell sehr kritisch diskutiert. Wo die Reise dahin geht, können wir uns wahrscheinlich ausmalen, dass das Thema Inflation uns die nächsten Jahre begleiten wird, ist, denke ich, ausgemachte Sache. Und deswegen sollte man da schon ein Auge drauf werfen. Inflation entsteht ja immer dann, wenn ich viel Geld in der Tasche habe und ich will ein Auto kaufen und es gibt nur ein Auto. Dann biete ich mit den anderen, das ist wie eine Auktion, ja, und treibe den Preis hoch. So geschieht das hier auch. Das heißt, wodurch entsteht denn die Inflation? Weil wo sind wir knapp? Wir sind knapp bei Edelmetallen, Fragezeichen, bei Gold. Na, wir sind beim Inflation, habe ich ja gerade erwähnt, 3,9% haben wir aktuell. Ja, aber was ist knapp? Die Chips sind knapp für die Autos.
Es ist alles knapp. Wir haben, wenn man sich umschaut, überall Defizite. Die Produzenten kommen nicht hinterher. Der Corona-Lockdown wirkt nach, im Grunde genommen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Geldmenge, die sich immer weiter erhöht, die immer weiter ausgedehnt wird. Und hier entsteht dann ein Defizit und dadurch entsteht dann einfach die Inflation. Wir haben, glaube ich, beide zusammen noch bei der Universität gelernt, Geldmenge ist M1. Ja. Das ist die Menge aller produzierten Güter und das muss im gesunden oder gleichgewichtigen Verhältnis stehen zu der Menge von Geld, die ich brauche, um diese Menge von Waren zu kaufen. Exakt. Und das funktioniert nicht mehr. Und deswegen steigt auch der Goldpreis. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum der Goldpreis steigt. Und das ist der Grund, weshalb Sie sagen, kaufen Sie Gold. Ja, es gehört einfach heute zu einem gesunden Portfolio-Mix dazu. Also ich würde jetzt nicht alles Geld in Gold investieren. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Aber es ist, ich denke, so 10-20% kann man vom liquiden Vermögen kann man schon in Gold investieren. Da macht man, denke ich, keinen Fehler. Also bekannt früher gab es die Krüger-Rand-Münze, wenn ich mich erinnere. So, und ich erinnere mich persönlich gut daran, weil es das erste Goldstück war, was ich selber gekauft hatte. Ist das heute immer noch so oder wie ist die Stückelung von Gold? Barren, Münzen, was verkauft sich am besten? Was sollte man kaufen? Was sollte man sich anlegen? Die Münze legt man vielleicht in den Küchenschrank und dann vergessen. Ja. Da spielt natürlich die persönliche Präferenz des Käufers eine Rolle, was er möchte. Es gibt sicherlich gute Gründe, eine Münze zu kaufen. Genauso gut kann man aber auch auf Barren setzen. Bei Barren kann man halt runter bis auf 1 Gramm in der Stückelung. Das kann man bei der Münze nicht. Da ist bei einer Zehntelunze. Ja. Bei einer Zehntelunze, 20stel Unzen gibt es auch, aber da kommt man eben nicht so weit runter. Und deswegen ist die Nachfrage nach Barren momentan ziemlich gut, ziemlich groß, zumindest in unserem Haus. Münzen werden natürlich auch nachgefragt, aber ich muss ganz klar konstatieren, dass bei uns die Barren einer stärkeren Nachfrage unterliegen als die Münzen. Reines Gold ist ja weich. Ja. Das heißt, wenn ich die Barren und die Münze kaufe, das ist hart. Ja. So, dann gibt es also jetzt bestimmte Stempelungen. Die sind wie 750, 999. Ja, also die Qualität des Goldes ist natürlich entscheidend, was ich kaufe. Ne? Wie erkenne ich die? Indem ich reinbeiße? Das sollten Sie, wie gesagt, nicht tun. Die Qualität ist entscheidend. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Feingold 24 Karat, 999er. 750er, 500er, das kommt dann meistens in der Schmuckindustrie auch zum Tragen. Dort werden andere Metalle zugemischt. Aber wir als Edelmetallhändler, die sich auf das Investment fokussieren, Gold, wir empfehlen ganz klar die 24 Karat, 999er Feingold. Reines Gold. Reines Gold. Und das ist unsere Empfehlung. Ja, aber das ist trotzdem sehr hart. Ja. Ja. Und wie wird es denn so hart? Ich habe Gold mal gesehen, wenn es gegossen wird, ja, und dann wird es kalt. Genau, dann kaltet es. Ja, genau. Und dann wird es hart. Hart. Aus. Ja. Haben Sie schon mal einen Goldbarren so mit der Hand hochgehoben? Ja, mir wurde das mal gezeigt, also einen großen 12,5-Barren, das sind 12,5-Kilo-Barren, das sind ja die größten Barren, die man im Gold erwerben kann. Das sind die 400-Unzen-Barren, den dreht man um und dann wird man gebeten, wenn man in so einer Raffinerie mal zu Besuch ist, den mit einer Hand hochzuheben. Und wenn Sie es schaffen, was passiert dann? Wenn man es schafft, darf man es behalten, aber es hat noch keiner geschafft. Ich lach mir gerade von der Zunge, dann lass es doch da mal hinfahren. Ja, das können wir gern tun. Aber hat noch keiner geschafft, nein, geht nicht. Nein. Ist zu schwer. Ja, es ist auch schwer zu greifen. Ja. So, jetzt komme ich zu Ihnen und Sie haben es ja eben schon erzählt, die Leute präferieren kleine Barren und sagen, ich will was für ein Enkelkind, das gerade geboren, will ich eine sichere Anlage haben für, sagen wir mal, 18 Jahre, bis er erwachsen wird oder die. Was empfehlen Sie dann? Na, man kann für Kinder kann man natürlich auch Gold sparen. Also man kann so ab 30 Euro monatlich, macht das Sinn. Kann man, also bei Ihnen? Bei uns? Sie fungieren als Bank, als Edelmetallhändler? Oder? Als Bank würde ich nicht sagen, aber wir ermöglichen es dem Kunden eben auch in monatlichen Raten Edelmetall zu erwerben. Ja. Da ist natürlich dann immer wichtig, welche Stückelung kaufe ich. Also es macht sicherlich mit 30, 50 oder 100 Euro keinen Sinn, in einen Kilobarren zu investieren, weil das wird man bis 18 nicht schaffen. So ein Kilobarren kostet 50.000 Euro aktuell. Da kommt man nicht hin. Also da hat man keine Chance, sich den
Kilobarren mit dieser monatlichen Rate zu leisten. Das geht nicht. Deswegen muss man auf kleinere Stückelungen runtergehen. Und da empfehlen wir in der Regel so die Unze. Das ist so der Königsweg des Investments in Gold, dass man sagt, so die Unze ist eigentlich die ideale Stückelung. Das war doch die Münze, Krügerrandmünze war eine Unze, oder? Genau, eine Unze oder es gibt es auch als Barren. Zu merken. Eine Unze, eine Münze, ein Krüger. So könnte man es sagen, aber es gibt auch Barren in der Größenordnung eine Unze. Ja, und dann erwerbe ich ein Zertifikat darüber oder richtig echtes Gold, das bei Ihnen lagert. Oder wie stelle ich mir das vor? Es wird in echtes physisches Gold investiert, welches man sich jederzeit ausliefern lassen kann und darüber verfügen kann. Das liegt also das alles bei Ihnen zu Hause? Natürlich nicht zu Hause, aber in sicheren Lagerstätten, ja. Wo aber der Anleger jederzeit darüber verfügen kann und sich das ausliefern lassen kann oder aber auch persönlich vor Ort abholen kann. Also muss ich gar nicht zu meiner Bank gehen, da rufe ich Sie an. Ja, oder kauft das Buch und zum Beispiel studiere, was Sie alles so machen können. Und darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause weiter. Wie lege ich eigentlich mein Gold an, damit es auch ein bisschen Zinsen bringt? Denn Gold bringt keine Zinsen, aber soll Gewinn bringen. Gewinn ist gut, ja. Zinsen wird es nicht abwerfen. Da fangen wir gleich wieder an. Ja. Wie mache ich aus dem Goldbarren Gewinn? Okay. Ja, bis gleich. Zu Gast ist Ronny Wagner. Er ist Edelmetallhändler und hat dieses Buch geschrieben. Ich habe gedacht, in Zeiten, wo alle Leute sich auf Aktien stürzen und auf Gold, wollen wir doch mal hören, warum das so ist und ob es sich wirklich lohnt. Und eins kann ich schon sagen, nach dem ersten Teil dieser Sendung, es lohnt sich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück in unserer Sendung TV Berlin Spezial und wir reden heute über Gold, Geldanlagen und natürlich über Goldanlagen. Und eingeladen habe ich Ronny Wagner, er ist Edelmetallhändler und Buchautor und hat dieses Buch geschrieben vom Goldboom profitieren. Nun haben wir ja eingangs, hatten Sie gesagt, die Frage ist, was ist Inflation, wird von fast 90% aller Schüler mit Kopfschütteln beantwortet, die wissen das gar nicht. Ja, wissen Sie denn, was es bedeutet, dass Sie, wenn Sie jetzt 18 sind, noch in 40 Jahren und in 50 Jahren in Rente gehen und dass Sie dann eine Rente kriegen, die bei weitem nicht das ist, was Ihr Einkommen, das prognostizierte Einkommen ausmacht? Und drittens, wissen Sie überhaupt, was es bedeutet, wenn man sich an Gold- und Geldanlagen kümmert, was eigentlich profitabel ist und Zinsen wirft? Ja, was sagen Sie denn den Schülern oder machen Sie sogar Unterricht in den Schulen? Ja, ich habe im Jahr 2008 die Schule des Geldes e.V. gegründet mit dem Ziel, eben Heranwachsenden, aber auch Erwachsenen das Thema Geld näher zu bringen oder den Umgang mit Geld besser zu verstehen und zu lernen überhaupt. Es gibt ja, wie Sie wissen, kein Schulfach, was sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Leider beklagen alle. Ja. Über Wirtschaft lernt man leider nichts in der Schule. Zu wenig, sagen wir mal so, ist zu wenig Wissen, was dort vermittelt wird und gerade auch, wie man sich diesen Themen nähert, die Sie gerade beschrieben haben, Altersvorsorge, Immobilienerwerb, solche Geschichten, das wird einfach nicht behandelt. Aber das ist etwas, womit man sich einfach auseinandersetzen muss, wenn man das erste Einkommen generiert hat, weil man wird ja nicht was so... Was mache ich damit? Genau, man wird ja nicht so dumm sein, alles zu verkonsumieren, sondern man wird ja auch... Da habe ich manchmal den Eindruck, dass es genau so ist. Ja, das habe ich auch schon gehört, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die sich damit beschäftigen. Und ich finde einfach, man sollte den Heranwachsenden auch diese Information an die Hand geben, dass sie eben nicht den Fehler machen und sagen, nein, meine Altersvorsorge schiebe ich nochmal 20, 30 Jahre in die Zukunft. Sondern außerdem kümmert sich der Staat darum. Genau, und der Staat ist eben nicht der sich um alles kümmern kann. Die Menschen sagen zwar, der Staat oder übergeben viel Verantwortung an den Staat, Gesundheit, Altersvorsorge, solche Dinge werden eben vom Staat organisiert und das wird immer mehr. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der Staat immer mehr Geld braucht, um diese Dinge tun zu können. Und das ist natürlich etwas, was so auf Dauer nicht funktioniert. Deswegen ist die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung extrem wichtig, dass man eben die Dinge auch selber in die Hand nimmt und eben entsprechende Strategien entwickelt, um seine Altersvorsorge dann auch aufzubauen. Und dann kommen Sie und sagen, lesen wir mal mein Buch, da steht alles drin. Unter anderem, ja, also Gold, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Gold ist
in meinen Augen jetzt nicht das Allheilmittel für alles. Aber es ist eine gute Investition, eine gute Grundlage, um sich auf solide Füße zu stellen. Egal, was draußen in der Welt passiert. Gold hat ja die letzten 2.000, 3.000 Jahre eben gut überlebt, hat Krisen gemeistert, hat Katastrophen überstanden und ist immer noch da und hat immer noch einen Wert. Und das sollte doch die Menschen überzeugen und sagen, naja, so eine Grundlage kann ich dort schaffen. Dann kann ich natürlich andere Dinge tun. Ich kann Immobilien kaufen, ich kann Aktien kaufen, ich kann von mir aus auch mal eine Kryptowährung anfassen. Das sind Dinge, die man da einfach machen kann. Aber man muss sich halt informieren, man muss sich Gedanken machen. Ja, Kryptowährung ist irgendwas im All, sage ich immer. Ja, aber Gold ist was ich in der Hand haben kann. Ja, das ist analog. Ne? Gold ist analog, Kryptowährungen sind digital. Genau. Aber wie überzeugen Sie jetzt junge Leute oder wie überzeugen Sie auch Rentner zu sagen, kaufen Sie Gold? Wie viele Zinsen habe ich denn? Die Frage habe ich eben schon mal gestellt. Und dann sagen Sie, Zinsen gibt es überhaupt keine, aber wir haben eine Wertsteigerung. Warum haben wir die? Haben Sie auch schon gesagt, weil Gold knapp wird. Ja. Was ich nicht ganz verstehe, denn ich lese doch jeden Tag in den Zeitungen, ja, alle Goldminen der Welt arbeiten ohne Unterlast und schürfen Gold. Und es kommen immer neue Goldminen dazu. Wieso wird das Gold dann immer knapper? Ja, das reicht eben nicht. Ne? Also, weil die Chinesen alles Gold aufkaufen. Stimmt das? Ja, da gibt es durchaus Stimmen, die das behaupten. Die Chinesen sind etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, über ihre Goldreserven zu sprechen, was man ja auch verstehen kann. Es ist einfach zu wenig Gold da. Ich hatte es ja vorhin in dem Beispiel schon genannt. Das Angebot ist halt begrenzt und die Nachfrage nimmt zu. Und die Menschen, die in der Vergangenheit Gold gekauft haben, sind möglicherweise heute nicht in der Situation, dass sie sagen, ich will mein Gold verkaufen. Und dann entsteht natürlich dort ein Delta, was durch die Minenproduktion aufgefangen werden muss. Und das ist in meinen Augen auch der Grund, warum der Goldpreis in den letzten Jahren so stark gestiegen ist. Haben Sie denn gesicherte Erkenntnisse über die Anzahl der Minen oder die Goldvorräte, die festgestellt wurden, die aber noch nicht gehoben wurden? Sondern wie misst man das? Wie bei Öl, indem man Gestänge in die Erde macht? Oder kann man Gold röntgen? Oder wie findet man das? Wie findet man eine Goldlagerstätte? Ja, es gibt natürlich Explorationsfirmen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, neue Goldvorkommen zu finden und zu erschließen. Man geht davon aus, dass es ungefähr 200.000 Tonnen Gold gibt, was bisher gefördert wurde, was da ist. Und man schätzt, dass ungefähr 50.000 Tonnen noch im Erdreich lagern, was man relativ gut dann auch fördern kann. Das heißt, wir reden über 250.000 Tonnen Gold. Die 200.000 Tonnen, die wir da heute an der Erdoberfläche haben, sind ungefähr 9 Billionen US-Dollar wert. Also wir sprechen Billionen. Wir sprechen über 9.000 Milliarden. Ja, exakt. Es ist trotzdem ein relativ kleiner Markt, wenn man sich die Aktienmarktkapitalisierung anschaut, sprechen wir trotzdem über einen sehr, sehr kleinen Markt. Und da stürzen sich dann in Krisensituationen, in Zeiten, wo die Inflation anzieht, eben sehr viele Menschen drauf und das führt eben zu steigenden Preisen. Ich habe mal vielleicht eine ganz naive Frage. Ist die Goldqualität überall gleich? Sie haben ja gesagt, wir haben 999, das ist 24 Karat, ist das reinste Gold. Ist das Gold auf der ganzen Welt gleich oder gibt es irgendwo Lagerstätten, zum Beispiel in Südamerika, wo man sagt, Finger weg, das ist nicht so ganz so sauber wie das von Südafrika? Oder kann ich mich darauf verlassen, dass Gold, wenn ich Gold kaufe, egal woher es ist, überall den gleichen Qualitätsgrad hat? Na, den Qualitätsgrad, der kommt ja nicht aus der Mine, sondern der wird ja erst in der Raffinerie, in der Scheideanstalt, wird der ja erst hergestellt. Ne? Deswegen sagt man Scheideanstalt, da wird etwas abgeschieden, da werden also die unreinen Bestandteile von so einem Klumpen eben abgesondert und dann bleibt eben das reine Gold übrig. Das liegt also in der Verantwortung der Scheideanstalten. Deswegen ist es für den Investor wichtig zu gucken, wo man das Gold kauft. Ja, das war der Hintergrund meiner Frage. Genau. Man kann es also eben doch feststellen.
Es gibt Scheideanstalten, wo Sie sagen würden, Frage, ja. Finger davon lassen. Ja, also ich fokussiere mich ausschließlich auf sogenannte LBMA-zertifizierte Scheideanstalten. Das ist quasi so ein Standard der London Bullion Market Association, die eben festgelegt hat, wie so ein Barren auszusehen hat, welchen Feinheitsgrad der haben muss. Und da gibt es halt Firmen und Hersteller, die sich diesem Standard unterworfen haben. Und ich würde jedem raten, nur dort auch Edelmetalle zu erwerben. Also nicht einfach Gold so mal eben auf der Straße kaufen. Das, wenn ich so in Asien bin, nicht ja, ein Goldband, besonders billig. Das kann gut gehen, das kann aber auch genauso gut in die Hose gehen. Ja. Also es gibt diese Qualitätsunterschiede. Das hat mich immer beschäftigt damit. Wie erkenne ich überhaupt, dass Gold sauber ist? Mhm. Ja, es gibt ja dieses griechische Beispiel, wo der Archimedes war es, glaube ich, das Gold in Wasser wirft und dann feststellt, ob es rein ist oder nicht. Ja, ja. Das macht man aber heute nicht mehr. Nicht? Nein, nicht ganz. Man hat andere Methoden mittlerweile entwickelt. Ja. Und wenn Sie eine Scheideanstalt, die berühmt ist, glaube ich, in Deutschland, ist die Gussa, richtig? Ja, eine der bekannteren, ja. Und der vertrauen Sie voll und ganz? Die Gussa nicht, mit denen haben wir jetzt kein Vertragsverhältnis, aber wir haben eben andere, Agor Hereus zum Beispiel, Wilkembi, die größte Scheideanstalt der Schweiz, das sind also relativ... Also, es steht auch in Ihrem Buch, ja. Darauf zu achten, ja? Nicht, dass Sie auf irgendeinen reinfallen und dann heißt es am Schluss, das Gold ist ja gar nicht sauber. Sagt man das so, ist nicht sauber oder sagt man, das Gold ist nicht rein? Es ist nicht rein. Ja, man sagt, das ist nicht rein, es ist nicht 24 Karat. Dieses Buch ist ja doch ein dickes Büchlein für dieses Thema Gold. Eigentlich könnte man es auf zwei Seiten schreiben. Kaufen Sie Gold, weil Gold sicher ist, ja. Beständig ist. Kaufen Sie nur reines Gold. Ja? Welche Empfehlungen können Sie noch geben aus diesem Buch, bevor ich es gelesen habe? Was für eine Geschichte würden Sie mir und jedem anderen, der uns jetzt zuschaut, ans Herz legen, unbedingt lesen zu müssen? Also es ist nicht nur wichtig, Gold zu kaufen, sondern man muss sich natürlich auch Gedanken machen, wo man es lagert. Weil wir wissen ja auch, dass eben gerade so Staaten immer so die Anwandlung haben, auch auf die Ersparnisse der Bundesbürger zurückzugreifen. Das ist ja in der Geschichte leider immer wieder passiert. Und deswegen ist es auch wichtig, sich zu überlegen, wo man das Edelmetall parkt, wo man es hinbringt. Ne? Und wir haben eben bei uns den Trend, dass eben sehr viele Menschen dem Staat nicht mehr so großes Vertrauen entgegenbringen, wie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, sondern sagen, na, ich möchte mal auch einen Teil meiner Reserven und meiner Vermögenswerte im Ausland deponieren und eben wissen, dass der deutsche Staat dort nicht so unbedingt Zugriff drauf hat. Thema Schweiz zum Beispiel, außerhalb der EU, oder wir nehmen mal das Thema London, die ja jetzt auch nicht mehr der EU angehören. Das sind so Trends, die wir sehen, dass Menschen das nachfragen und sich Gedanken drüber machen, wo man eben seine Vermögenswerte heute parkt. Und dem habe ich auch, oder diesen Ding habe ich in meinem Buch auch ein Kapitel gewidmet, um dort mal so ein paar Ideen zu kreieren, wie man das legal natürlich sicher lagern kann. Da habe ich wieder eine naive Frage. Muss ich eigentlich auf den Goldbarren, der bei mir zu Hause ist, jedes Jahr eine Steuer bezahlen? Nein, Gott sei Dank muss ich 25% bezahlen, ja. Die vom Staat abgezogen wird, wenn ich die verkaufe. Ja, Gott sei Dank noch nicht. Wir haben beim Gold ja das Thema Mehrwertsteuer, haben wir nicht. Das haben wir bei den anderen Edelmetallen wie Silber, Platin und Palladium. Dass Gold mehrwertsteuerfrei ist. Das ist eine Währung. Gold hat ja eine Währung, ist ja eine anerkannte Währung. Zentralbanken kaufen Gold, um ihre Währungsreserven abzusichern. Gold hat am Kapitalmarkt auch ein Währungskennzeichen, XAU. Also 19% habe ich schon mal erst gespart. Genau, das habe ich nicht. Ist ja schon mal was. Ja. Und das Schöne ist, nach 12 Monaten Haltedauer ist auch der Erlös, den Sie generieren, steuerfrei. Also Sie haben keine Abgeltungssteuer, kein gar nichts. Wenn Sie innerhalb von 12 Monaten Ihren erworbenen Goldbarren oder Ihre Goldmünze wieder verkaufen und Sie machen einen Gewinn, dann unterliegt der Spekulationssteuer. Ansonsten haben wir das Thema Steuer komplett. Also 12 Monate einen Tag, bei Aktien ist glaube ich 24 Monate und bei Immobilien 10 Jahre. Ja, genau. Also auch da lohnt sich Gold, lohnt sich überhaupt, haben wir gelernt heute, TV Spezial. Und wenn Sie noch Fragen haben, ja, kaufen sich dieses Buch, das ist jetzt der kurze Werbeblock, vom Goldboom profitieren. Wie lange geht der Goldboom noch? Was glauben Sie?
nach Ihren Wünschen bestimmt ewig. Ja, ich hätte nichts dagegen, sagen wir es mal so, aber es ist natürlich auch eine Frage der Zeit, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Die Währung, der Euro, ist natürlich, hat schon einen gewissen Weg hinter sich. Wir haben es mit einer ungedeckten Papiergeldwährung zu tun. Und wir wissen aus der Geschichte, dass eben ungedeckte Papiergeldwährung keine lange Haltbarkeit haben, keine Lebensdauer haben. Und dann kriegen wir wirklich Inflation. Ja. So, und jetzt gehen wir beide Gold schürfen. Okay. In Deutschland gibt es nämlich Goldlagerstätten. Genau. Ja, aber das verraten wir Ihnen jetzt nicht. Das behalten wir jetzt erstmal für uns. Und wenn Sie das nächste Mal da sind, dann reden wir darüber, wo man in Deutschland Gold finden könnte. Okay. Ja, und wo es auch erlaubt ist, danach zu suchen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ronny Wagner, Buchautor und ein Goldspezialist. Und wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, vom Goldboom profitieren, steht alles drin. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag, entweder Brinkmann und König oder TV Berlin Spezial. Danke und tschüss.